Hallo und herzlich willkommen zur Passcom-Trainingsserie. In diesem Video beschäftigen wir uns mit den UC-Funktionen unseres Passcom-Clients. Mittlerweile, ja, Telefonie, es gibt so viel mehr Funktionen, die ja, über das normale Telefonie hinausgehen. Ja, unter anderem vor allem, um die Teamzusammenarbeit zu verbessern. Und die Passcom-Anlage hat da sehr, sehr viele mächtige Funktionen, die wir Ihnen gerne zeigen möchten. Ja. Matthias, fangen wir an mit den Teamfunktionen. Was sind Teams? Was kann ich mit Teams Schönes machen? Als allererstes muss ich mal verstehen, es gibt in Passcom-Jargon eine Gruppe und ein Team. Ein Team ist was, was Anrufe entgegennimmt. Das heißt, in diesem Team, das kann man sich vorstellen wie eine klassische Wartefeld, Warteschleife. Genau. Diese Teams werden vom Administrator angelegt und ich kann dort Mitglied sein. Ich kann dort dynamisches Mitglied sein oder statisches. Das heißt, entweder ich bin da einfach immer Mitglied oder ich kann selber entscheiden, wann arbeite ich da mit und wann nicht. Dann sehe ich auch, wie viele Leute warten und kann dort die Anrufe abfrühstücken. Das ist also das, was ein Team ist. Dann gibt es eine Gruppe. Eine Gruppe lege ich an, wenn ich mit Leuten zusammenarbeiten will, die auch den Passcom-Client nutzen oder unsere Web-Clients dazu. Und es ist so, ich lege die Gruppe an, suche mir Mitglieder aus, die da drin sind und dann arbeiten wir an irgendwas. Jeder, der da drin schreibt, kriegt jeder die Chatnachricht, die da drin passiert. Ich kann Gruppen auch anrufen, dann habe ich eine Telefonkonferenz und kann das quasi dann bis zur Videokonferenz upgraden, kann Screensharing machen und so weiter und so fort. Das sind dann die Gruppen, die wir haben zur Zusammenarbeit. Und das andere ist wirklich auch Zusammenarbeit, aber ich arbeite miteinander zusammen und frühstücke die eingehenden Anrufe ab. Das sind Teams und Gruppen. Wir beginnen jetzt mal mit den Teams. Genau, schauen wir uns an, wie das im Client aussieht. Genau. Ich habe jetzt hier noch einen Chat offen, den kann ich schließen. Wenn ich jetzt hier unten hergehe, sehe ich hier eine Zentrale. Das ist ein vom Administrator angelegtes Team. Ich kann auch nur noch Teams filtern, hier mit den Smart-Filtern. Und sehe, dass die gerade offline ist. Ich kann hier draufklicken und sehe, dass es also angemeldete Mitglieder gibt und dass ich selbst jetzt da gerade deaktiviert bin. Hier auf diesem Reiter würde ich noch wartende Anrufer sehen. Das heißt, wenn jetzt da hier sehr viel los wäre, würde ich das auch sehen und ich kann dann sehr schnell beurteilen, ob ich jetzt da mithelfen muss oder nicht. Ich bin ein dynamisches Mitglied, das heißt, ich kann mich jederzeit auch verfügbar schalten. Das System braucht kurz und dann bin ich jetzt hier auch angemeldet, würde auch für dieses Team jetzt Anrufe erhalten. Kann natürlich jederzeit auf meine Kollegen draufklicken, um einen Chat zu starten, zu fragen, ja, wie schaut es denn aus, muss ich noch mithelfen, ja oder nein. Mhm. Wir haben das in sehr vielen Videos erklärt, wie diese Teams für den Administrator funktionieren, wie der die einrichten muss, wie das Call-Routing da funktioniert. Aus User-Sicht, in der wir uns jetzt befinden, genügt es eigentlich. Ich sehe meine Kollegen, ich sehe, wie viele Anrufe warten, wie die Auslastung da gerade ist. Ich kann selber mithelfen oder nicht, wenn es der Administrator erlaubt oder er hat mir das Team generell verboten oder er hat mich dazu verdammt, generell Mitglied dieses Teams zu sein. Genau. Ganz kurz, vielleicht zeigen wir noch ganz schnell für Leute, die dauerhaft in dem Team Mitglied sind, wie sie sich pausieren können, dass sie zwischendrin mal keine Anrufe bekommen. Da gibt es nämlich auch eine Funktion dafür. Eine Funktion, die muss aber eingerichtet sein. Wenn ich hier auf Pause drücke, kann ich hier die Pause beenden und Pausen starten. Mhm. Pausengründe, warum ich Pause machen müssen vom Admin, vorgegeben werden. Genau. Und dann kann ich hier eben auch pausieren. Und das wird dann mitprotokolliert. Das ist in manchen Situationen, also in einem Unternehmen, das jetzt nicht gerade ein Contact Center hat, ist es nicht üblich, denke ich, sondern da hat man einfach sein Support-Team, sein Vertriebsteam, sein Office-Team. Aber würde das nicht so machen, aber vielleicht in einem Contact Center würde man durchaus dann mit diesen Pausen arbeiten. Okay, ja, also wir haben jetzt festgestellt, Teams fühlen sich fast so an wie Warteschlange. Man kann sie auch dazu benutzen, ne, und auch so clustern und gliedern. Gehen wir über zu dem Thema Gruppen. Ja, das heißt, mit Gruppen wollen wir jetzt unsere Zusammenarbeit ein bisschen verbessern, ja, vielleicht Projekte starten und dazu verschiedene Gruppen anlegen. Ne. Wie funktioniert das genau? Das funktioniert jetzt so, dass es vor allem im Gegensatz zu den Teams benutzergesteuert ist. Das heißt, ich als User kann jederzeit neue Gruppen anlegen. Wenn ich jetzt meine Gruppe oder Projekt A, keine Ahnung, suche mir hier ein nettes Bild aus, das ich vorbereitet habe, Downloads, irgendwas, kann das zuschneiden. So.
Dann habe ich einen Filter aus all meinen Usern und da kann ich jetzt sagen, wer denn da alles Mitglied sein soll. Ich mache nur ein einziges Mitglied, kann natürlich filtern, suchen und so weiter, speichere es dann ab. Dann ist hier eine Gruppe entstanden. Diese Gruppen finde ich hier drüben auch wieder, also entweder in der Gesamtliste, sieht man jetzt, Projekt A hat einfach so eine Gruppe, oder ich kann halt Gruppen einfach auch hier filtern. In diese Gruppe kann ich jetzt natürlich einfach mal eine Chatnachricht reinschreiben. Dadurch kriegt jedes Mitglied dieser Gruppe auch auf Mobile und sonst irgendwo diese Nachricht. Ich kann jetzt das muten. Sehe hier, ja, wunderbar, eine Rückmeldung. Ich kann es muten, kann sagen, naja, für diese Gruppe möchte ich eine Pause. Ich möchte keine Pushes mehr dafür erhalten. Dann sehe ich zwar immer noch, dass hier Kommunikation ist, aber ich kriege keine Pushes auf Mobiltelefon und so weiter und so fort. Also kann es da regeln. Okay, gut. Jetzt haben wir uns eine Gruppe erstellt und wie du zu Beginn schön gesagt hast, oft Gruppen kann man schön aufbauen. Grundlegend sind Gruppen ja ein Grundgerüst für die weiteren Upgrades, die darauf folgen. Aber was kann man jetzt alles Schönes noch machen? Man kann noch machen, neben dem Chat kann man noch machen, dass man jetzt auch da ist, als Konferenz benutzt. Das heißt, man trifft sich jetzt dann da drin und ruft da rein und kann es dann auch upgraden zu einer Videokonferenz. Wie einfach das ist, kann man das schnell herzeigen. Schauen wir uns an. Ich habe hier den Telefonhörer daneben, der ruft jetzt quasi einfach in diese Gruppe hinein. Dadurch bin ich jetzt da drin. Ich bin der einzige Teilnehmer. Hier sehe ich alle Teilnehmer. Die Gruppe wird grün, auch für alle anderen wird die jetzt grün. Das bedeutet, dass ich jetzt auch den anderen signalisiere, dass jetzt in dieser Gruppe hier irgendeine Action ist. Hier wird es auch grün, dass ich sehe, da sind zwei da. Ich sehe auch, wer von dieser Gruppe jetzt hier für Audio verfügbar ist. Mache also hier eine Konferenz miteinander. Wenn mir das nicht genügt, so eine Konferenz, kann ich hier auch Video starten oder Screensharing starten. Ich fange mit Video an. Hier sehen wir das Video. Da unsere Kamera bereits am Video ist, haben wir draußen im Studio eine Webcam. Ich kann hier auch die andere Webcam vom Mobile Phone einschalten, kann das Ganze auch noch zum Screensharing upgraden, kann also meinen Screen hier sharen und so weiter und so fort, kann es wieder auflegen. Jetzt ist es wieder downgegradet zum ganz normalen Gruppe, die jetzt wieder zur Verfügung steht und ich kann wieder weiteres Gechatte betreiben. Kann diese Gruppe auch weiter nutzen. Wunderbar. Ja. Und man hat gesehen, natürlich während Konferenzen, auch Videokonferenzen, ist ganz normal der Chat auch verfügbar. Also man hat da keine Einschränkungen und kann damit wunderbar keine, keine weitere arbeiten. Software, die ich starten muss, sonst was. Mega es ist toll, wirklich voll integriert und auch bis runter zu jedem Mobiltelefon. Ja. Das Einzige, was am Mobiltelefon nicht geht, ist Screen sharen, weil den Screen, den ich sehe, wieder zu sharen. Ja. Genau. Sinnlos. Zu guter Letzt, ist sein Projekt beendet, braucht man die Gruppe nicht mehr. Man kann ganz einfach austreten aus der Gruppe und sobald der Letzte die Gruppe verlässt, geht das Licht aus. Ist das Licht aus, genau. Okay, dann sind wir soweit durch. UC-Funktionen mit unserem Passcom-Client. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Dabeisein. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.